So, herzlich willkommen zu meinem ersten und wahrscheinlich auch letzten Walkthrough zu The Secret of Monkey Island. Wie gesagt, mein erster Walkthrough. Daher bitte ich jetzt schon, eventuelle Tonprobleme zu entschuldigen, beziehungsweise merkwürdige Schnitte oder sowas. Ich bin dort am Rumprobieren und hoffe, dass es klappt. Ich hatte vorher schon was aufgenommen gehabt mit dem Spiel, aber nach 5 Minuten oder so wurde das, warum auch immer, komplett asynchron. Mit am Ende, weiß ich nicht, 20 Sekunden Unterschied zwischen Video und Ton. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt und hoffe, dass es jetzt synchron läuft die komplette Zeit. Wie gesagt, wenn das jetzt nicht klappt, dann bitte ich das zu entschuldigen. Im nächsten Video werde ich das dann fixen. Falls ich zu leise bin oder zu schnell rede, dann tut mir das auch leid. Da bin ich auch noch am Rumprobieren, weil es, wie gesagt, ein erster Walkthrough ist und ich muss mir noch etwas reinfinden. Ich habe immer die Angewohnheit, etwas zu schnell zu sprechen und zu undeutlich, aber ich denke mal, das werden wir in den Griff bekommen. Ja, Monkey Island deswegen, weil es halt mein erstes, glaube ich, richtiges Adventure war, das ich je gespielt habe. Nicht durchgespielt anfangs, aber angespielt. Aber dann später, Jahre später nochmal durchgespielt habe und seitdem eigentlich schon zigmal durchgespielt habe. Aber ich sehe mich natürlich nicht als Experten, sondern halt nur als Mensch, der das halt durchspielt. Ich kenne jetzt nicht die ganzen kleinen Geheimnisse, die das Spiel sicherlich noch hergibt. Ein paar sind mir auch aufgefallen. Ein paar wurden in der Special Edition leider auch rausgehauen. Ein paar Easter Eggs, aber naja, werden wir sehen. Ich spiele übrigens auf Englisch mit auch englischen Untertiteln. Englisch deswegen, weil die Synchronsprecher die gleichen sind wie im dritten und vierten Teil, in der englischen Fassung. Und auch bei Tales of Monkey Island, also der Telltale, sozusagen Serienfortsetzung. Und hoffe mal, ja, dass wir gut Spaß haben. Ich würde sagen, dann fangen wir doch erstmal an. Neues Spiel. Und los geht's. Juhu. Tief in der Karibik. Mille Island. Und es startet mit dem epischen Monkey Island Thema. Jetzt in HD. Special Edition ist jetzt auch schon 2 Jahre alt. Ja, sieht man noch sehr schick aus, besonders das Wasser. Ja, wie gesehen, Grossman, Gilbert und jetzt habe ich leider den dritten Namen vergessen, der stand. Jedenfalls die heilige Dreifaltigkeit sozusagen von Monkey Island oder allgemein von LucasArts früher, Adventure-zeitmäßig. Ja, alles in anderen Firmen untergekommen. Grossman natürlich mit Telltale Games unterwegs. Gilbert mit Death's Bank zum Beispiel. Und Schäfer oder andere. Schäfer mit, was haben wir da in letzter Zeit? Das ist ja die Metal-Spiel, da hieß es nochmal. Brutal Legends, genau. So, der Vorspann dürfte nicht allzu lange dauern. Ich glaube, es geht gleich los. Kündigt den Anfang an. Torino, da ist der liebe Herr Guybrush. Hi. Oh. My name's Guybrush Threepwood and I want to be a pirate. Wunderschöne Frisur, Herr Threepwood. Yikes! Don't sneak up on me like that. I'm over this way. Ah. Well then, Thriftweed. Threepwood. Guybrush Threepwood. Captain Guybrush Threepwood. So. Eine furchtbare Filmreihe. But if you're serious about pirates, ich kann jetzt leider nicht alleine Bashen hauen, wie ihr wollt. You'll find them in the scum bar. Es sind gute Ansätze vorhanden, aber gosh, thanks. Es ist meiner Meinung nach einfach schlecht umgesetzt worden. Bye now. Entweder hätte man die komplette Comedy-Schiene fahren müssen oder die komplette Zombie-Pirat-Linie. Where did you say those pirate aber einerseits müssen wir der Reihe auch danken, oder dem Themenpark, auf dem das Ganze right. basiert, weil Monkey Island ja Thanks. Auch auf diesem Themenpark basiert. Inwiefern ist wieder der Film auf Monkey Island basiert, zum Teil ist es wieder alles, naja,
So, erster Teil, die drei Prüfungen, die Guybrush zum Piraten machen sollen. Auf geht's. So, und jetzt haben wir das Heft in der Hand und suchen erstmal die drei wichtigen Piraten in der weltberühmten Scamba Bar. Genau. So. Da ist sie schon. Scum ist klar. Müssten eigentlich die meisten wissen, was das heißt. Die Abkürzung S-C-U-M-M, Scum. Das bezieht sich natürlich auf die Interface von Maniac Mansion. Ich spreche das jetzt nicht aus, was das heißt. Das kann man natürlich im Internet nachschlagen, googelt oder guckt Wikipedia. So, wir gehen jetzt in die Kneipe. Arr. Da sind sie schon, die hammerharten Piraten. Noch jedenfalls. Später stellt sich natürlich heraus, dass es mehr Süßwasserpiraten sind. Aber egal, so weit sind wir noch nicht. Ich will noch nicht spoilern. Gehen wir jetzt erstmal zu den drei wichtigen Piraten, die natürlich abgetrennt von dem ganzen Pöbel sitzen. Und zwar hier. Und den wollen wir den guten Herrn mal ansprechen. What be ye wanting, boy? Tja, ich will natürlich Feuerwehrmann werden. Wer will das nicht? I wanna be a fireman. I'll get lost, boy, you bother us. Okay. Kein Interesse an Feuerwehrmännern in diesem Kaff. Okay, mal. What be ye wanting, boy? Dann möchte ich Pirat werden. I wanna be a pirate. So what? Why bother us? Hey, don't forget we're short on help because of this whole LeChuck thing. So, no pirates means no swag, and no swag means no grog, and we're getting dangerously low on grog. Oh ja, so ein Grog-Menschen jetzt, ja. Do you have any special skills? Ja. I can hold my breath for 10 minutes. Well, all right. But you don't become a pirate just by asking. So, ne? You'll have to go through the three trials. What three trials are those? There are three trials every pirate must pass. You must master the sword. Schwertkampf. And the art of thievery. Clown. And the quest. Und die Schatzsuche. The what? Treasure hunting, you sea urchin. Ja, der hat wohl ein zu viel schon, der rafft nichts mehr. Right! You must prove yourself in each of these three areas. Swordplay, thievery, and treasure huntery. Then return with proof that you've done it. And then you must drink grog with us. Grog! Jo, dann sagt man ein bisschen mehr über den Schwertkampf. Tell me more about mastering the sword. Was muss ich tun? First, get aha, erst ein Schwert bekommen. You must seek out dann müssen wir den Schwertmeister suchen und jemand in dem Dorf kann das entführen. Oh, you want to find somebody to und ein Trainer wollen wir noch natürlich. Imagine trying to take on a swordmaster without any training. So, ich möchte mehr wissen über das Clown. Tell me more about mastering the art of thievery. We want you to procure a small. Wir sollen denen einen kleinen Gegenstand besorgen. Und zwar das Idol der vielen Hände. Im Haus des Gouverneurs. Also einbrechen ist angesagt. Natürlich. The tricky part will be getting past the dogs outside. Hey, they're particularly vicious. They might be able to drug them or something. Okay, die Hunde müssen ausschalten, die Wache halten davor. Und zwar sollen die wohl mit Drogen vollpumpen, damit sie erstmal K.O. sind und vorbei können. So, und jetzt nochmal ein bisschen was über das Schatzsuchen. Tell me more about treasure hunting. Legend has it that there's a treasure buried here on the island. All you must do is find the legendary lost treasure of Melee Island and bring it back here. Should I have a map or something? Well, you can hardly expect to find a treasure without a map. And don't forget, a
X marks the spot. Ja, das X markiert die Stelle, wo wir Schatz suchen müssen. Gut, Karte und dann Schatz suchen. Dann wollen wir mal los. I'll just be running along now. Leave us to our grog. Come back later and tell us how you're doing. So, zuerst aber, bevor wir abhauen, müssen wir in die Küche rein. Hm? Allerdings können wir nicht rein, solange der Koch da drin ist. Das heißt, wir müssen erstmal warten, bis der liebe Koch rauskommt. Und solange können wir uns ja mal das schicke Feuer angucken, wenn es nicht wirklich schick aussieht. Cozy. Ja, cozy. Gemütlich. So, Junge, komm raus hier, ich muss da rein. Bitte. Nein, verraten Sie nicht, bitte. Bitte das Pfeifen von mir zu entschuldigen. Aber diese ganzen Musiken sind halt so im Kopf schon drin. Ah, stell, hey! Scheiße. Don't go into the kitchen. Scheiße, das war natürlich dumm von mir. Ja, Vorführeffekt. Oder Dummheit. Oder beides. Scheiße, mal warten. Ja, was soll ich gerade sagen? Ja, diese Musiken sind irgendwie schon so drin im Kopf. Die kann man eigentlich schon sowieso in- und auswendig singen, pfeifen, flöten, keine Ahnung, tanzen. Leid. Komm, Junge, muss mal auf Klo oder so. Genau. So, wenn er weg ist, dann stürmen wir rein. Gut, so. Jetzt brauchen wir ein paar Sachen hier. Und zwar zuerst das gute Fleisch. Dann den Kochtopf hier unten. Und da draußen diesen schicken roten Hering. Aber erst müssen wir die olle Möwe verscheuchen, weil die uns nicht ranlässt und sonst die Finger abpickt. Deswegen gibt es hier hinten eine lose Bohle. Und dann gehen wir mal rauf. Nochmal. Und nochmal. Und schon haben wir es. Zack. Tja, gibt kein Happa-Happa heute. Okay, das war's. Diese komische Suppe hier oben brauchen wir nicht. Den Grog brauchen wir auch nicht. Dann können wir da abhauen. Und raus aus der Bar. Da ist der Koch. Ich krieg nichts mitbekommen. Und raus. Meanwhile, deep beneath Monkey Island, the ghost pirate LeChuck's ship lies anchored in a river of lava. LeChuck, der Hauptbösewicht in dem Spiel. Guybrush's Erznemesis durch alle Teile durch, aber durch alle auch. Vielleicht. Das ist there's nothing like the hot winds of hell blowing in your face. Okay. No, sir. Nothing like it. Wunderschön, so eine hellen Brise, ja. Sir. It's days like this that make you glad to be dead. Jo. Oh, yes, so sir. So froh, tot glad zu sein. To be dead. We are glad to be dead, right? Ja, aber oh, hallo. Yes, sir. I feel so lucky that you happened to capture my ship that murdered me and everyone on board. Yes, yes, sir. Yes, sir. Lucky. Glad to hear it. Now, what was it you disturbed me for? Yes, sir. Well, you see, we might have a problem on Melee Island. Was? Problem? Immer? What possible der, problem was, could wo? There be? Problem, wo, was, they've denn? Got those sissy pirates so scared of the sea, they're afraid to take a bath. Well, there seems to be a new pirate in town. Actually, he's a pirate wannabe. Young, inexperienced, probably nothing to worry about. Genau. Don't know why I bother you with it. Echt, warum nervst du den Captain mit so einem Mist? Taken care of myself. Wenn es um so eine Flasche gibt, der kann nicht mal Pirat ist. Nur so ein so Anfänger, sondern. Ach, das kommt jetzt sofort. Lehrling. Piratenlehrling. So. Nach dieser Vorstellung unseres Feindes müssen wir erstmal raus aus der City. Und. Ein bisschen Geld verdienen. So. Und auf zur Inselkarte.